Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Newcastle United wartet auf den Spieltag Nummer 18 in der Premier League und zwar den vorletzten, beziehungsweise heute in der letzten Episode vor der Winterpause. Wir spielen gegen die Potters, gegen Stoke und ich weiß gar nicht, wo die momentan in der Tabelle stehen. Mal eben nachgucken. Wo sind sie denn? Da, 14. Okay, also nicht so gut gestartet in die Saison. Wir haben allerdings momentan auch unsere Probleme, unter anderem, dass beispielsweise Ben Arfa in schlechter Form ist. Das können wir noch kompensieren mit Oxlade-Chamberlain. Geis ist auch in schlechter Form. Das können wir theoretisch auch kompensieren mit Sippel bzw. Morrison, auch wenn ich mich da mal für Sippel entscheide. Erstmal auf der 6. Und vorne wird hier jetzt Morrison spielen anstelle von De Jong, weil der in den letzten Partien nicht so wirklich stark war. Janmaat, das können wir kompensieren mit Götz, zumindest halbwegs. Und wir können auch den Ausfall von Nastasic kompensieren mit Yanga Mbiva. Trapp in Topform können wir momentan nicht kompensieren. Ihr wisst wahrscheinlich, warum, wenn ihr die letzten Episoden gesehen habt. Das war nicht besonders schön. Ich glaube, ich lasse Oxlade-Chamberlain mal draußen und bringe ihn als Joker rein. Anita könnte für Colback wieder reinkommen. Barker könnte mal hier nach oben gehen für TOT. Smith könnte hier hingehen für Perez. Barker könnte eigentlich auf die Bank kommen für Geis, wenn der sowieso nicht gut drauf ist. Lassen wir so, würde ich sagen. Wir gehen so in die Partie. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird heute. Es könnte jetzt ein richtig schöner Sieg werden. Es könnte auch eine ernüchternde Niederlage geben. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Wünsche euch viel Spaß beim Spiel und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. MGT hatte mit Newcastle bisher einige beachtsame Erfolge erzielt, aber could he do this at a cold, rainy night at Stoke? Das war die Frage, die er sich stellen musste, denn heute war Regenwetter und zwar im Britannia Stadium. Dementsprechend für den Gastauftritt von Newcastle, von den Magpies bei den Potters. Die wollten hier Punkte holen, momentan nur im Tabellenmittelfeld. Newcastle wollte sich weiter oben festsetzen, bisher ein bisschen holprig gestartet, mit 9 Unentschieden bisher aus den ersten 17 Spielen. Das sollte heute besser werden. Ob das Ganze funktionieren sollte, naja, das musste man halt erstmal sehen. Wir gucken uns die Startaufstellung an von Stoke City. Land, Partsley, Teixeira, Wilson, Peters, Whelan, Edu, Walters, Arnautovic, Ireland und Jermaine Defoe. Gekommen von Toronto in der Sturmspitze auf der Bank. Immer noch Spieler wie Begovic, Robert Huth, der Deutsche oder Bojan Krikic. Also Potenzial theoretisch. Allerdings auch bei Newcastle, denn die waren hier ebenfalls mit einer Elf angetreten, die auf dem Papier sehr, sehr stark aussah. Im Tor natürlich Kevin Trapp, Götz, Yanga, Mbiva, Rüdiger, Haidara, Sippel, Sissoko, Niang, Morrison, Cabella und Wissam Manjeda in der Sturmspitze. Oxlade-Chamberlain genauso wie Anita und De Jong nur auf der Bank. Auch Barker, Nastasic und Campbell nicht in der Startelf. Also deutlich besseres Potenzial nochmal auf der Bank von Newcastle. Aber wie sollte das Spiel laufen? Es war eine relativ langweilige Partie. Die erste ansatzweise interessante Szene in der 16. Minute, aber Cabella mit diesem schlechten Pass. Allgemein sehr viele Unkonzentriertheiten in der kompletten Partie. Die zogen sich vor allem durch einen roten Faden durch das Offensivspiel von Newcastle. Hier beispielsweise der Pass auf. Ja, wissen wir nicht, aber der kann den Ball nicht kontrollieren. Und es ging immer weiter, immer weiter. Hier erobert sich gleich Sippel den Ball, spielt ihn gut weiter auf Morrison. Aber Morrison, ja, der überlegt da viel zu lange, viel zu unkonzentriert und verliert dann hier den Ball. Allgemein eine sehr schwierige erste Halbzeit. Die einzig gute Chance hatte dann irgendwann Newcastle, die Flanke in die Mitte von Wissam Manjeda und da ist Sippel mit dem Kopfball und dass man sowas als Chance bezeichnen muss, das zeigt, wie schlecht diese Partie war. Danach gab es noch eine Situation und zwar in der 45. Minute. Eine Flanke von Haidara könnte ja für Gefahr sorgen, aber nicht, wenn Butland da so steht und die Flanke nicht präzise genug kommt. Das war die letzte Szene des ersten Durchgangs. Eine unfassbar langweilige Partie, ganz zähe Kost, sowohl für die Zuschauer von Stoke als auch für die Zuschauer, die mitgereist waren, die Toons aus Newcastle, aus dem Nordosten Englands. Also, es war schwierig, das Ganze in einer kalten, regnerischen Nacht in Stoke zu machen. Auch wenn es ein Nachmittag war, nicht unbedingt einfach für Newcastle. In der zweiten Halbzeit musste vieles besser werden. Wurde es das? Naja, man kann sagen, nein. Denn Wechsel auf Seiten von Newcastle und auf Seiten von Stoke, die brachten mehr Offensivpotenzial, während Stoke eher defensiv wechselte und Sonzi brachte. Die Ecke dann in die Mitte geschlagen von Marco Arnautovic, der Österreicher, bisher mit einer guten Partie, war noch mit der auffälligste auf dem Feld. Und da ist Edu und der haut den Ball am Tor vorbei. Die beste Chance der Partie bis zu diesem Zeitpunkt vom Elfmeterpunkt haut er den Volley daneben, der US-Amerikaner. Und danach, dann kam plötzlich Newcastle. Lange Ball nach vorne auf Niang und der ist schnell, kann sich da durchsetzen. Gegen Peters frei vorm Tor von Butland, aber scheitert an dem die beste Chance der Partie, eiskalt vergeben vom Franzosen. Und das war dann auch die letzte gute Chance der Partie, denn danach passierte absolut nichts mehr bis in die 90. Minute. Ein sehr langweiliges Spiel, Ende mit 0:0. Ein 0:0, was zumindest Stoke überhaupt nicht weiterhilft. Für Newcastle ist es noch okay, aber für Stoke absolut nicht. Und für die Zuschauer, die teures Geld bezahlt haben, ganz bestimmt nicht. Weder die Trainer noch die Spieler zufrieden mit dieser Partie, auch die Fans nicht. Das muss besser werden auf beiden Seiten, aber solche Spiele gibt es halt auch im Fußball. Wow, das war wohl eine der langweiligsten Premier League Partien, die es jemals gegeben hat. Ein Torschuss und das war der von Niang. Weder
Stoke noch, ich habe irgendwas nach vorne geleistet. Das war echt ganz schön traurig. Ich habe aber allgemein das Gefühl, ja, jetzt will er was wegen seiner Rolle. Laber, laber, laber. Allgemein das Gefühl, nach dem Patch ist alles extrem viel schwerer geworden. Habe ich auch bei Tobias Gaming gehört, habe ich bei vielen gehört. Und ich glaube da auch wirklich dran, weil irgendwie ist das alles ja ein bisschen komisch. So, Alex auf der Gemma, der will wieder mehr spielen. Das ist vollkommen verständlich, haben wir ihm ja auch gesagt. Wird auch irgendwann wieder tun. Neymar wird unser nächster Transfer werden. Oder auch nicht, mit seinen 34 Millionen Marktwert. Matteo Musacho. Ich beobachte nochmal zum tausendsten Mal oder so. Bale wäre natürlich auch ein interessanter Transfer. Hector Moreno. Laporte ist der, den ich wirklich haben würden, tun möchte, gerne. Ibra, das Vertrag läuft aus. Ich werde versuchen, Ibra zu bekommen. Ganz ehrlich, ich werde versuchen, den zu Saisonende zu bekommen. Warum auch nicht? Schaffe ich ja eh nicht. Egal. Gut, wir gehen ins letzte Spiel vor der Transferperiode. Und da müssen wir erstmal Sissoko rausnehmen und bringen dafür Geis wieder rein. Er kriegt doch mal eine Chance. Janmaat, Oxlade-Chamberlain, der will ja spielen. Das heißt, er wird für Morrison reinkommen, weil Morrison allgemein momentan nicht so stark ist. Cabella ist immerhin in guter Form, das ist schon mal etwas. Santon, wie sieht es bei dem aus? Der kann ja mal wieder spielen, gerade einen Vertrag verlängert. Da darf der mal wieder ran. Rüdiger entwickelt sich anscheinend ein bisschen, was ganz schön ist. Campbell, ja, das würde ich sagen, machen wir so. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt laufen wird gegen Norwich, weil wir sind momentan auf Tabellenplatz Nummer 5 immer noch. Alex punktgleich mit den Spurs. Dann immerhin 6 Punkte Vorsprung vor Liverpool, aber das reicht natürlich nicht. 10 Unentschieden schon. Das ist ganz schön viel. Das ist eigentlich viel zu viel. Aber was willst du machen? Gut, wir gehen ins 19. Saisonspiel und ich wünsche dir dabei viel Spaß. Bis gleich. Der zweite Versuch der Aufnahme. Nach dem katastrophalen Spiel von Newcastle gegen Stoke bei den Potters zu Hause ging es heute im regnerischen St. James's Park weiter. Diesmal allerdings, wie gesagt, zu Hause gegen Norwich City. Und die Kanarienvögel waren hier angereist, um Punkte mitzunehmen. Der momentane Tabelle 19. wollte gegen den momentanen Champions League Teilnehmer und erneuten Champions League Aspiranten Punkte mitnehmen. Wie auch immer das funktionieren sollte, darüber war man sich selber nicht so gut im Klaren. Allerdings sollte Scholz ein bisschen Manella ausschalten. Das war seine Aufgabe. Und wenn er den ausschalten konnte, genauso wie die Schaltzentrale Cabella, dann könnte das hier funktionieren. Wir schauen auf die Aufstellung von Newcastle. Die waren offensiv aufgestellt und wollten heute Tore schießen nach dem torlosen 0:0 bei Stoke. Trapp, Götz, Young, Gambiwa, Rüdiger, Santon, Sippelgeis, Niang, Oxlade-Chamberlain, Cabella und Ben Yedder. Oxlade-Chamberlain in der Mitte, Cabella auf links. Das war so geplant, wurde später geändert, denn ja, man hatte gesehen, dass Rémi Cabella auf der linken Seite komplett verschwendet war und in der Mitte mehr Potenzial hatte. Und Oxlade-Chamberlain konnte über außen natürlich mit Schnelligkeit überzeugen, deswegen wurde das später umgeändert. Ban Martin, Bassong, Scholz, Olsen, Bennett, Johnson, Ojijao, Redmond, Hooper und Lefferty bei Norwich in der Startelf. Die Kombination aus Nordirland und England sollte vorne für Torgefahr sorgen. Notfalls war auf der Bank noch Ricky van Wolfswinkel, Tipptay und Jerome, die alle für offensive Gefahr sorgen konnten. Allerdings gab es die erste offensiv gefährliche Aktion ja, für Newcastle und zwar mit Sippel. Die ganze erste Viertelstunde hatte eigentlich nur Norwich irgendwie nach vorne gespielt, hatte versucht zu kämpfen, hatte nicht wirklich funktioniert. Dann kam Sippel in den 16er. Der Zweikampf wird nicht abgepfiffen. Er kann den Ball in die Mitte spielen. Da ist Alex Oxlade-Chamberlain. Der schießt sich aus dem Formtief. 1:0. 20. Spielminute. Das Tor des Engländers. Das 1:0 und das kam überraschend. Die Toons absolut am Feiern. Wunderbare Jubelszenen bei den Fans der Magpies. Und man muss ganz ehrlich sagen, das war schön gemacht von Sippel. Warum das nicht abgepfiffen wird, weiß man wahrscheinlich nicht. Aber Oxlade-Chamberlain schießt sich aus dem Formtief. Der steht da, wo normalerweise Ben Yedder stehen müsste und macht das 1:0. Die zentrale Rolle für ihn natürlich auch nicht unbedingt vorgesehen, aber er füllte sie bis dazu ganz gut aus. Erst in der Halbzeit wurde das Ganze umgeändert. Was man vor der Halbzeit hätte ändern sollen, war dieses katastrophale Verteidigen. Schlecht gemacht. Bennett vorm Tor. Bennett 1:1. Was war das von Kevin Trapp? Den Ball muss er halten, beziehungsweise den darf er niemals so ins Tor gehen lassen. Die kurze Ecke, wieder mal ein Problem bei Newcastle. Nicht verkürzt den Winkel, den muss er da zustellen. Die kurze Ecke vollkommen offen, Bennett ohne Probleme dabei reinzumachen. Aber es gab hier Wissam Manella, der versucht durchzugehen. Direkt danach der Schuss. Naja, bei ihm klappt es nicht mit der kurzen Ecke. Der Ball gut, ja quasi der Winkel kurz, gut verkürzt von Bann im Tor und dementsprechend nicht das 2:1 für Newcastle. Aber Ben Yedder darf man nicht zu viele Chancen geben und das tat Norwich. Hier ist Scholz mit dem Fehler gegen Ben Yedder, den sollte er ausschalten und nicht ins Spiel zurückbringen. Er setzt sich durch gegen Bassong, frei vom Tor, 2:1, 43. Spielminute. Wissam Ben Yedder ist halt nun mal ein eiskalter Torjäger, hat da gerade eben in der Situation nicht bewiesen, aber hier beweist das wieder. Erobert sich den Ball von Scholz, der da den Riesenfehler
gemacht und setzt sich klasse gegen Bassong durch. Das macht er mit einer Ruhe, die gibt es nur ganz selten in der Premier League. Und dann hat er wieder überhaupt keine Chance, diesen Ball zu halten. Damit sollte es dann in die Halbzeit gehen, dachte sich Newcastle. Der Kopfball von Johnson nochmal, allerdings nicht mehr zu gefährlich. Trapp wäre wohl nicht rangekommen, allerdings geht der Ball über den Kasten. Und dementsprechend 2:1 Halbzeitführung. Die Toons, man hört's, die waren zufrieden. Norwich auf der anderen Seite, die waren nicht so ganz zufrieden. Also 2:1 Führung, deutlich besser im ersten Durchgang bisher gewesen als gegen Stoke im kompletten Spiel. In der zweiten Halbzeit sollte das so bleiben, allerdings wollte Norwich ja Punkte und deswegen versuchten die direkt zurückzukommen in die Partie direkt nach dem Wiederanpfiff. Ojeja Ofoe, klasse Pass auf Redmond, Redmond frei vorm Tor, da grätscht Rüdiger noch rein und Trapp mit einer klasse Parade macht seinen Fehler quasi wieder gut. Natürlich schön nochmal irritiert von Rüdiger, der da reingrätscht und Redmond damit so ein bisschen die Konzentration nimmt, aber natürlich auch eine klasse Parade von Kevin Trapp, der hier das erneute 2:2 beziehungsweise den erneuten Ausgleich verhindert. Allerdings die Ecke reingeschlagen von Redmond, der machte ebenfalls eine gute Partie, genauso wie auch Leffert, die mit dem Kopfball gegen die Latte, da war Trapp wieder mal im Glück, allerdings nur in dieser Szene, denn es ging weiter mit Leffert hier und der Ojeda, der spielte ganz, ganz stark, der Ball auf Hooper und Hooper frei vor Kevin Trapp und was macht er denn da schon wieder? Springt in die falsche Richtung und dementsprechend ermöglicht er hier das 2:2 für die Kanarienvögel, für Norwich City durch Gary Hooper, der kann sein Glück gar nicht fassen, dass er den Ball reingemacht hat, eigentlich ein richtig schlechter Abschluss. Den kann man definitiv besser platzieren und besser aufs Tor bringen. Aber Trapp lässt den Ball einfach reingehen. Da könnte man fast schon sagen, das hätte ein Kreisliga-Torwart besser gemacht. Cabella regt sich da vollkommen zurecht auf, weil den muss ein Champions-League-Torwart einfach halten. Der Ball von Ojeda Ofoe ist klasse gespielt, aber so ja, darf man da nicht reingehen. Einfach in die andere Richtung springen, hätte er den wahrscheinlich gehabt. Aber so steht es jetzt erstmal 2:2. Trotzdem gab es einen, der das nicht wollte. Alex Oxlade-Chamberlain, der wollte sich aus dem Formtief rausschießen, hat man schon gesehen. Macht das Weltklasse und das ist das 3:2. 65. Minute quasi mit der direkten Antwort für Norwich. So geht das hier nicht im St. James' Park. Das ist unser Haus. Wir wollen hier die 3 Punkte. Was für ein Solo. Wunderbar, Bassong wieder auseinandergenommen. Der hat einen ganz schlechten Tag erwischt. Und das ist einfach Weltklasse. Da kann Bann überhaupt nichts machen. Dementsprechend das 3:2. Und jetzt waren sie so ein bisschen in Torlaune. Die hatten jetzt Bock weiterzuspielen. Santon geht in den 16er rein. Spielt den Ball in die Mitte. Da kommt niemand ran. Aber da ist Oxlade-Chamberlain. Hattrick. Nein, das Tor hätte für Ben Yedder gezählt. Und gerade deswegen wird es abgepfiffen. Es war eine Abseitssituation. Der Franzose stand beim Schuss von Oxlade-Chamberlain im Abseits und weil er ihn noch berührt, der Ball wäre auch so reingegangen, aber weil er ihn noch berührt, zählt dieses Tor nicht und es bleibt weiterhin beim 3:2. Natürlich bitter für Oxlade-Chamberlain, bitter für Ben Yedder, aber sie machten weiter. Niang, die hatten jetzt Bock, Tore zu schießen. Der Ball erstmal noch geklärt hier, wunderbar, von Bennett, aber, von Martin, aber der geht an das Kopfball, der Bennett verliert das und das ist Cabella! Was ist das denn? Das 4:2, 78. Minute, was für ein Tor vom Franzosen, das ist absolute Weltklasse. 2 Weltklasse-Tore, 12 Minuten auseinander. Erst Oxlade-Chamberlain, erster Gratulant auch bei Wissam. Ben Yedder war er es nicht, aber bei Cabella ist es Wissers. Und mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte bei so einem Klasse-Tor vom französischen Regisseur von Newcastle United. Der klasse Kopfball von Santon und aus dem Stand wird der Ball immer länger und länger und senkt sich in den Winkel aus knapp 30 Metern. Was für ein Tor von Cabella, ein Anwärter aufs Tor des Monats, Tor des Jahres, Tor der Woche auf jeden Fall. Einfach nur klasse gemacht und so. Ja, so schießt man Tore gegen Norwich City. Bann wiederum ohne Chance, der konnte bei allen 4 Gegentoren absolut gar nichts ausrichten. Und jetzt spielten sie sich in einen Rausch. Die wollten jetzt noch mehr Tore machen und ja, man sieht's, das war zum Leidwesen von Bann. Wir gehen in die nächste Szene, da ist Mbaye Niang vollkommen allein, der Norwich warf alles nach vorne und Niang, der hat die Übersicht. Der spielt quer auf Ben Yedder und der macht diesmal das Tor. 5:2, 83. Minute, nachdem unser eines irreguläres Tor aberkannt wurde, macht er jetzt hier das 5:2. Klasse Übersicht bewiesen von Niang. Der kann halt auch vorlegen und Ben Yedder ist dann so eiskalt vorm Tor und macht den Ball rein. Keine Chance wiederum für Bann. Sieht hier ein bisschen schlecht aus als zuvor, aber kann da nichts machen. Die Verteidigung viel zu weit aufgerückt. Und dementsprechend jetzt 5 Tore in einer Partie für Newcastle und die waren noch nicht fertig. Das Spiel war noch nicht vorbei. Der Rausch hielt weiter an. Der Ball wird auf Santon gespielt. Der macht das klasse auf Oxlade-Chamberlain. Der klasse auf Ben Yedder. Der mit viel Kampf und Einsatz auf Niang. Niang frei vorm Tor. Das 6:2, 87. Minute. 6 Tore in einer Partie. Was für ein Spiel für Newcastle. Die Toons, jetzt brachen endgültig alle Dämme. Die waren mega glücklich über dieses Ergebnis, nachdem man noch so schlecht gespielt hatte gegen Stoke. Der wunderbare Ball von Oxlade-Chamberlain. Der klasse Einsatz.
als mit der Grätsche von Wissamaneda. Und diesmal legt er vor Niang vervollständigt dieses Tor zum 6:2. 4 Tore Vorsprung. Was für ein Spiel für Newcastle. Eine Mega-Leistung offensiv. Nicht so gut defensiv in einigen Situationen, aber offensiv einfach alles kompensiert. Die tun es aus dem Häuschen vollkommen zurecht, denn ihre Mannschaft hat die Klasse gespielt. MGT zufrieden, die Spieler zufrieden. Weiter so Newcastle, dann seid ihr wieder oben mit dabei. Für Norwich heißt es, wenn es so weitergeht, Abstieg. Und zwar 100%ig. Also sehr ich auch entsetzt über die Leistung von Trapp bin, so sehr bin ich aber auch irgendwie begeistert von unserer Offensive gerade. Was war das denn bitte? Ich meine, klar, Norwich hat am Ende aufgebracht bis zum geht nicht mehr, aber dass wir die echt 6:2 auseinandernehmen. Hei. Gott sei Dank waren sie auch schon vorletzter vor diesem Spiel, beziehungsweise ich weiß nicht, wie Hall, obwohl Hall hat noch nicht gespielt, das heißt, wir waren vorletzter auch an diesem Spieltag schon, aber trotzdem war das eine sehr starke Vorstellung, würde ich mal behaupten. Trapp, ja, macht mir trotzdem Sorgen. Ob der im Winter bleiben wird, das ist die Frage, die ich mir wirklich stelle. So, Götz steigt zumindest bei ein paar Stats, aber naja, der war auf jeden Fall das Geld, was ich für den bezahlt habe, auch nicht wert. Für 11 Millionen, Alter. Und ich dachte nur, weil der geglitscht ist, würde der noch... Mann, dass der nicht weiter steigt, hätte ich erwarten können. So, Young Ambiva haben wir ja immerhin jetzt umsonst quasi zurückbekommen. Er ist auf jeden Fall die 4 Millionen wert gewesen, steigt aber nicht. Santon, ja, der steigt, das ist schön. Lennart Alatay-Sippel kennen wir ja auch schon. Wie sieht es bei ihm aus? Er sinkt weiter. Nein, das ist nicht gut. Hör auf zu sinken und steig wieder. Du bist 22, mein Freund. So, er steigt munter weiter. Er macht nix. Er sinkt. Ey, Freunde, das kannst du auch keinem erzählen. Was ist denn mit meinen Spielern los? Das ist ja vollkommen komisch. Ja, Nastasic in schlechter Form, das wissen wir ja, das ist ja andauernd. Ja. Er sinkt, das ist auch klar. Er steigt. Ich bin schockiert, dass die da oben ernsthaft sinken. Er steigt, er bleibt, er steigt, warum auch immer. Er sinkt, das war klar, er steigt, immerhin. Ja, er steigt. Ja, er steigt sogar gut. Er steigt auch, wunderbar, er steigt auch. Ja, gut, nächste Episode geht's dann weiter in der Liga. Glaube ich zumindest, müsste zumindest. Der gescoutete Spieler, Butes. Wer ist denn Butes? Hau mal raus, wer ist denn Butes? Ach, der ist hier nicht bei. Ja, nur Aldo Belli. Scoutbericht lesen, Butes. Ne, das ist Blasevic, der wurde uns auch schon weggenommen. Wer ist jetzt Butes gewesen? Ja, okay. Bei ihm bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich den verpflichten soll, aber ich mach's einfach mal, bevor der auch weggeht. Notfallsweise kann man ihn ja immer noch entlassen quasi wieder. Schlecht sieht auf jeden Fall nicht aus. Jetzt gucken wir uns gleich nochmal unsere beiden anderen Jugendspieler an, bevor wir dann in der nächsten Episode wieder gegen Tobi spielen. Und wir haben das Transferfenster erreicht und es gibt eine Trainingsverletzung. 5 Tage wird Karl Dallo ausfallen, aber das ist ja nur unser Ersatzkeeper, von daher nicht so schlimm. Pressekonferenz haben wir noch vorm Spiel gegen Southampton. Die verunsichern wir mal ein bisschen. Monatliches Scouting-Update. Ja, nee, definitiv nicht. Und ja, sieht auch ganz gut aus. Kann man alle drei, glaube ich, mal also, ja, halbwegs so lassen. So, Nationaltrainer-Offerte von Indien. Ja, das ist eine Sache, wo man sehr gerne hin möchte, normalerweise als Mensch mit Verstand. So, Klostermann, Brooks, Massimo, Bruno, Caligiuri. Der Vertrag läuft aus? Nein. Dragovic, auch nicht. Aubameyang, auch nicht. Ich suche jetzt nach Spielern, deren Vertrag auslaufen übrigens. Verträge auslaufen, meine ich natürlich. Langkamp wäre so einer, aber der hat jetzt nicht die besten Stats unbedingt. Ey. Ja, hier haben wir Monatsbericht Jugendmannschaft, da können wir den mal nachgucken. 84 bis 94 ist natürlich schon scheiße stark, ne? So, Alto Belli. Ja, warten wir halt noch ein bisschen, aber die sehen beide gar nicht so schlecht aus. Jan Reinholz. Trainingsverletzung haben wir schon gesehen. Aktuell ist aus Deutschland, gucken wir uns nochmal an. Das hatten wir gerade schon. So, Langkamp. So um die 78 Grätsche, so um die 75 Manndeckung, so um die 81. Ja, an sich kein schlechter Spieler, ne? Wenn du ihn umsonst bekommen könntest, wie viel Gehalt hat der? 45.000, natürlich viel. Dann kannst du auch in... Oh, jetzt habe ich Klostermann weggemacht. Naja, egal. 3,8 Millionen. Er wäre wirklich interessant, aber er wird wahrscheinlich scheiße teuer sein. 5. Möglich wäre es, aber machen wir das noch in dieser Episode? Machen wir, glaube ich, in der nächsten Episode. Wir machen nochmal Garcia jetzt, glaube ich, weg, oder? Ja, Garcia kommt weg. Stocker kommt weg. Schwab kommt weg. Papadopoulos. Ja, kommt auch weg. Oder? Ja. Toprak bleibt da erstmal. Trash kommt weg. Reus, läuft der Vertrag aus? Nein. Kommt also auch weg. Immobile kommt auch weg. Volland kommt auch weg. Yusuf Paulsen kommt auch weg. Verfahrensvertrag läuft aus.
Ja. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Episode damit weiter. Obwohl, aktuell ist aus England vielleicht nochmal gucken. Sadio Mané, nö, nö. Kenne ich nicht mal. Ach doch, Fernandes, klar. Ah, das war nicht so interessant. Sako, Vertrag läuft nicht aus, dementsprechend nicht interessant. Moses, Vertrag läuft aus, aber nicht interessant. J. Rodriguez, Vertrag läuft nicht aus. Walcott, Vertrag läuft nicht aus. Lennon, Vertrag läuft aus, aber ist nicht interessant. Cool, aber die Werte an, die sind grottig. Die Michaelis, Rob Green, Michael Carrick. Nicht so interessant. Mankilo, auch nicht wirklich. Redmond, Silva, Jordi Amat. Nicht wirklich. Townsend, Welbeck. Welbeck. Ja. Hernandez, Ruiz, Tompkins, Evans und dann haben wir schon Defoe, Zardes, Omar Gonzalez und Jones. Okay, alles klar. Wir machen, wie gesagt, in der nächsten Episode weiter, dann allerdings mit einem Scout in einem anderen Gebiet, denn ich werde hier den guten aus den USA mal... Oh, der ist schon gar nicht mehr in den USA. Oh, okay. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.